Servus Leute. Heute war was ganz Neues ausgedacht hier. Wir sind heute mal bei dem Traillauf. Kein OCR, auch wenn es so steht. Aber heute mal das war ein Traillauf. Innsbruck Elbhain. Scheint richtig geil zu sein hier. Wetter passt. Da hinten ist die Wolke schon am Start. Mal schauen, was wir halt überleben werden. Tobi ist auch dabei. Ja. Also es ist Regen angesagt, da hinten regnet es auch schon, aber im Moment geht es noch. Regenjacke ist auch, haben wir im Rucksack hinten drin. Ja, mal schauen. Wir haben das erste Mal Trail, offiziell. Ja, yes. Schließt auch noch. Ja, ist noch heiler. Wir werden sehen. Oh, ich glaube, es ist unsere Startwelle. Okay, ich glaube, wir müssen los. Also, bis gleich. Heute ist auch der Start für den K7 Night Trail Game. Also kommt hier mit für die Bühne und der Start für die Pappe mit einpacken. Stimmt an bei Jack. Ja, oder? Sieben. Voll Stau hier. Ah, ist geil. Hallo. Auf geht's. So ein Konzept. Der Berg kühlt mich gerade. Sind jetzt, ich glaube, schon 2 Kilometer unterwegs ungefähr. Da geht es ultra steil die ganze Zeit bergauf. Was mir das Knie hält, ist schon mal gut. Aber es ist mega anstrengend. 3 Wochen Laufpause merkt man jetzt schon. Das Geile ist, jetzt kommt hier. Was ist denn tun hier? Mega geil! Geil, genial! So genial! Spaß mit dem Trail. Aber jetzt habt ihr es mal. Fallschirm. Jetzt müsstest du einfach nur runterlaufen, musst du. Dankeschön. Oh nein. Machen wir noch Sonntag? Sonntag, ja. So, servus. Wir haben es geschafft. Night Trail. Finished hier, so geil. Auf den letzten Meter vom Ziel, wenn wir noch die Fresse gehauen, eh klar. Direkt vom Ziel. Aber hat gut gehalten, Leute. So, morgen ausruhen und dann Samstag geht's auf den großen Trail. Alles klar?
später. Aha. So, guten Morgen, Leute. Servus. Grüß dich. Hi. Servus. Jetzt Tag 2, beziehungsweise Tag 3. Gestern war ja nichts. Also da ist 35er dran. Genau, mal schauen. Bei mir ist heute, nachdem ich das gestern doch mein Knie ganz schön gemerkt habe, werde ich auf jeden Fall nicht bis zum Ende machen. Das steht schon mal fest. Müssen wir gucken, wie weit ich überhaupt gehe. Jetzt von VP zu VP denken. Also erste VP erstmal, dann gucken, wie es anfühlt. Ja, und dann mal schauen, wie es weitergeht. Aber der Start ist mal richtig geil. Hi. Da sind so ein Burgdingens drin. Richtig genial. Ja. Mal schauen. Gespannt. Das ist cool. Tobi am Start hier wieder. Lukas auch. Lars. Mein Kumpel noch, Dominik. Mega geil. Ja, mal schauen. Wir werden es auf jeden Fall gewinnen. Aber Lukas auch dabei. Jetzt geht's. So, also, bis später. 3, 2, 1, hey! Das sind die Stimmen, das sind die Bilder! Hier beim größten Trailrun-Festival Österreichs. Und ihr habt heute die einmalige Gelegenheit, die K110-Strecke kennenzulernen. Danke, Martina. In einer kürzeren Form. Ich würde euch. Das sind die Bilder! Das sind 6, 5, 4, 3, 2, 1! So, kurzes Update nach 4,5 Kilometern. Bin ich jetzt ganz hinten. Alles im Weg. Vorne sehe ich noch die 1-2 Hansen. Laufen ist echt nicht so. Halt mit dem Knie. Selbst bergab ist halt leider, muss ja leider auch ein bisschen bremsen. Ja, schade, aber mal schauen. Schöne Strecke auf jeden Fall. Sehr schöne Strecke. Und selbst wenn es jetzt dieses Jahr nicht klappen würde, nicht klappt, auf jeden Fall nochmal wiederholen. Das ist echt nice hier. So leichter Regen, leichter Niesel. Ja, geil. Passt. Also, bis später. So, wir sind jetzt hier am Herzsee angekommen, erstmal VP. Jetzt bin ich gerade noch im Überlegen gewesen, wie ich es mache, ob ich jetzt gleich runtergehe oder irgendwas. Aber Option wäre eigentlich nur, sich abholen zu lassen hier. Ja, das ist. Ja, weiß ich, quält noch nicht so. Deswegen gehe ich erstmal weiter. Und ich schau mal, wie es sich weiter ergibt, wie es anfühlt. Bis jetzt fühle ich mich noch ganz fit. Und das Knie geht auch noch. Ja, mal schauen. Also, bis später. So Leute, mal ein kurzes Update. Ich habe knapp 14 Kilometer auf der Uhr. Jetzt geht es dann steil nach oben, wie es ausschaut. Ja, mal gucken.
Ich weiß noch nicht, was ich jetzt mache als nächstes. Das ist zum VP. Und dann, ja, mal schauen, wie da die Situation ist. Wie man runterkommt oder nicht runterkommt und wie es dann weitergeht. Mach ich auf jeden Fall mal Pause. Und denk drüber nach, was das Sinnvollste ist. Okay, also, bis dann. Bergaus kann ich jetzt sagen. Aber danke Tina hier. Die geilen Stecken. Super. Die helfen echt viel. Merci. So, servus Leute. Mal kurz einen Zwischenstopp hier. In der Rinderalm. Ist noch nicht der VP, da müsste weiter vorne kommen. Irgendwo. Meine Beine sind tot, das war jetzt zu anstrengend hoch. Ja. Aber mega geil. Super schöne Strecke. Schon auch das Wetter richtig schön mit diesem Nebel und dem leichten Niesel. Ein bisschen mystische Stimmung. Hat irgendwie was. Und dadurch ist es auch nicht so warm. Echt genial. Ja. Ich werde jetzt eine Riegel essen. Und dann vorne bei der VP. Ein bisschen länger Pause machen vielleicht. Mal gucken. Also, bis später. Die Auswahl. Hallo. Hallo. So, servus Leute. Jetzt noch 16 Kilometer sowas. Und jetzt in der Altranser-Alm, beim nächsten VP. Ja, Aussicht ist berauschend hier. Sieht quasi nichts. Aber ja, hier ist auf jeden Fall erstmal jetzt Pause angesagt. Jetzt sind wir kurz Beine schon. Und jetzt geht es dann noch 400 Höhenmeter hoch insgesamt. Das heißt, das meiste ist weg. Jetzt haben sie gesagt, vorher ein Stück runter und dann wieder ein Stück hoch. Nochmal dann komplett runter. Ja. Mal schauen. Ich weiß nicht. Also jetzt, aufgrund dessen, dass es jetzt nur runter geht, würde ich sagen, ich wandere jetzt einfach weiter und schauen wir. Bis zum nächsten VP sind es nochmal 12 Kilometer. Und ja, mal schauen. Also, in dem Sinne, bis dann. Bisschen mal Verpflegung hier ganz kurz. Habe ich die zwei Sachen mal ausprobiert. Gestern in so einem Drogeriemarkt gefunden, voll lustig. Schmeckt ganz gut, kostet fast nichts und hat auch ganz gut gewirkt bis jetzt. Mal schauen. So, jetzt wird ein Dreck. Jetzt geht es 5 Kilometer bis zum nächsten VP. Und dann schauen wir weiter. Beziehungsweise in den 12 Wochen vorher ist es, glaube ich, nur 8 oder sowas. Nochmal. Aber jetzt die letzten 400 Höhenmeter nur noch. Das heißt, es sollten nicht mehr so viele steile Sachen kommen. Und somit auch ein bisschen leichter alles. Also von daher, ja. Alles gut. Die Aussicht ist natürlich hier. Die Sicht insgesamt recht schwierig. Es ist alles nass jetzt, mit mitten in der Wolke drin. Aber ja, wie gesagt, hat ja auch irgendwas. Nice. Also, bis später. So, servus Leute. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, jetzt nach knapp über 20 Kilometern geht es bergab hier. Ich schätze mal, jetzt haben wir echt einen Scheitelpunkt überwunden und jetzt geht es nur runter. Bin mal gespannt. Kann ich leider auch nicht laufen, weil das ist natürlich das, was am schmerzhaftesten ist, runterwärts. Aber mal gucken. Vielleicht gibt es ein paar flachere Passagen, wo man dann vielleicht noch mal kurz laufen kann. Alles, was zu steil ist, natürlich dann eher kontraproduktiv und macht noch mehr kaputt. Von daher, ja, schauen wir mal. Ich erst mal ein bisschen wandern. Alles klar. Dann.
zur letzten VP. Ein Heiligwasser. Ankommen, gibt es auch Schokolade. Und dann geht es zum Endspurt. 8,9 Kilometer noch. Ja, geht schon. Also, dann nehmen wir uns im Ziellauf. So, jetzt wirklich Endspurt. Ich habe jetzt 25 Kilometer in 5 Stunden 25. Genau. Ich schätze noch eine gute Stunde. Wird schon noch brauchen, denke ich. Mal gucken. Runter ist echt zach. Aber nicht mehr so anstrengend. Von daher alles easy. Dann. Ich Endspurt nur noch letzten Meter. Ah, ich bin komplett tot. Also meine Beine zumindest. Sonst geht's eigentlich noch. Die Beine sind tot. Ja, schauen wir noch, bevor wir so rumgehen und dann Endspurt ins Ziel. Der nächste hier mit uns, Robert Schröter. Das ist geschafft. Da ist ein Kasten. Geile Strecke, geiler Trail. Jetzt ist Scheißwetter hier. Geile Party. Naja. Insgesamt ganz geil. Ich muss weiter zu empfehlen hier, dass ich gemacht habe. Eigentlich ziemlich dumm. Mit der Verletzung hier nochmal ins Arzt zu gehen, aber. Wenn man einfach zu ist, irgendwie kann man nicht aufhören. Das ist halt so leider. Aber naja. Vielleicht werde ich auch mal vernünftig. Mal schauen. So, jetzt erstmal Jacke an, was essen und dann schauen wir weiter. 2 Stunden 41 und 14 Sekunden holt er sich den Titel über die 35 Kilometer. Team Adidas Runner Munich aus Deutschland. First place. Lukas Kemper! Die drei Schwestern über die 35er Distanz. Bravo! Herzliche Gratulation! Ja, da gibt es die Siegerfotos. Wir gratulieren den drei Schnellsten. Der Fanclub von Lukas Kempe. Lautstark wie ihr und je. So, servus Leute. Heute ist Sonntag, der letzte Tag in Innsbruck. Nach den zwei Rennen jetzt, letzten Tage. Jetzt heute zum Wings for Life, der App Run. Lustigerweise haben wir jetzt hier eine Gruppe gefunden, die es auch hier machen wollen. Das ist eine, ja, von der Schule sind die hier, die sich hier treffen. Ich mache es einfach mit, voll geil. Ja, ich werde es wahrscheinlich eh meist halt eine Wanne, aber mal gucken. Ein paar Meter werden schon raufgehen. Voll genial. Ja, vor allem hier mit der Crew. Voll geil. Jo, in 2 Minuten geht's los. Dann bis gleich. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, jetzt sind wir voll drin hier im Lauf. Tobi noch richtig agil hier. Bei mir ist hier Rücken angesagt. Sehr lustig. Ja, das ist schon weg, über alle Berge. Das sind, glaube ich, zu jung. Die haben so viel Energie. So. Naja, schauen wir mal. Tschüss. Wetter passt, Sonne scheint. Das erste Mal, seit wir hier sind. Voll geil. So, so ist Leute. Jetzt Kilometer 4. Das Catcher Cross ist losgefahren. Ja, schauen wir mal, was noch so geht. Da ist noch ein bisschen treiben für den ganzen anderen Mitläufern hier.
Und mal ein bisschen Gas geben wieder, ein bisschen weniger. Voll lustig. Und die Ansagen sind aber ganz geil. Da macht schon Spaß. So, servus Leute. Jetzt haben wir es geschafft. Das Wochenende ist zu Ende quasi, also das Laufwochenende. Mit Wings for Life geendet. 7,48 haben wir geschafft noch. Trotz schweren Beinen. Sehr geil war es. Haufen Leute hier auf der Strecke. Am Inn entlang. Sau geil. Alle am Feiern. Cool. Ja. Dann ist gesagt, Wochenende ist vorbei. Ja. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Rennen. Dann, alles klar, bis zum nächsten Mal. Servus, teilen, liken, abonnieren vergessen, wie gesagt. Genau, bis dann, ciao.